Yeah, Scott Pilgrim ist zurück versus The World. Halt das Videospiel dazu. Gut, ich bin ehrlich, ich habe jetzt das Videospiel leider nie spielen können. Beziehungsweise wusste ich gar nicht erst, dass es ein Videospiel dazu gibt. Ich habe nur den Film dazu gesehen. Und ich fand den Film so geil. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Ist schon bestimmt 3, 4 Jahre her. Wenn nicht sogar 5. Trotzdem fand ich den richtig gut und er war. Oh, wisst ihr was? Schaut euch den selber an. Ich kann euch gerne den Trailer zu unten demnächst in den Kommentaren verlinken. Oder ich werde den einfach hier unten einblenden lassen. Da könnt ihr euch den Trailer ansehen und schauen, ob ihr euch selber mal den Film ansehen wollt. Der ist super. Ja, aber worum geht's denn bei Scott? Scott ist verliebt. Und zwar, ich habe das Spiel noch nie gespielt, deswegen spiele ich Level 4. Spiele ich das auf Anfang? Ich hatte schon mal angefangen auf Normal, bin aber direkt abgekackt, sage ich mal auf gut Deutsch. War auch nicht so klug. Von mir aus. Aber naja, ist halt so. Was ist denn, wenn ich dann so? Läuft die dann als KI mit? Gar um beizutreten. Ja, ich glaube, die ist dann gar nicht dabei. Ja, man kann es. Denke ich mal auch mal mit zu viert spielen, so wie das aussieht. Man kann halt auswählen, ob man Scott selber nehmen möchte. Die Kim, Stills, Ramona selber, in der halt Scott halt verliebt ist. Knives, weiß ich gerade nicht, wer das ist. Und Valleys, weiß ich auch gerade nicht, wer das ist. Ist doch schon so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich muss mir den mal wieder anschauen. Wenn er bestimmt bei Amazon Prime wieder im Angebot ist oder halt direkt da ist, werde ich mir den bestimmt mal angucken. Ja, worum geht's bei Scott? Scott will Ramona daten, geht aber nicht, da ihre Ex-Freundin, weil die Ex von ihr halt was dagegen haben. Und darum geht's halt. Wir müssen halt uns beweisen, dass wir es würdig sind, mit Ramona auszugehen. So, ich habe es jetzt gerade auf Normal schon mal gespielt, aber allerdings war das mir doch noch ein bisschen zu schwer. Habe ich auch schon ein bisschen Dollar dazu gewonnen. Aber ich denke mal, da ich ja alleine bin, ist es, denke ich mal, okay, wenn ich dann halt das auf leichten Schwierigkeit stelle. Ich dachte mir beim letzten Speicherstand, dass es vielleicht besser wäre, auf normal zu stellen, weil ich mache das ja so, wenn ich Spiele besitze. Stelle ich sie auf normal. Ja gut, die Zeiten sind vorbei, dass man sich Spiele aus der Videothek ausleiht. Aber ich habe halt noch die Ansicht, so wenn ich Spiele besitze, dann will ich sie auf normal spielen. Auch wenn die Herausforderung ein bisschen größer ist. Aber ist halt so. Jetzt bin ich so schnell. Ja, super. Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Oh. Na. Genau. Die Abwehr muss doch schließlich auch mal fallen. Ja, super. Ja. Die Kohle noch mitnehmen. Hey. So, jetzt gibt es ein paar aufs Maul. Keiner hätte mich jetzt daran, auf diese Party zu gehen. Ich hab's schon auf leicht gestellt. Gut, die halten auch wirklich weniger aus, aber trotzdem. Weißt du was? Ich schlag dich jetzt einfach mit dem Baseballschläger und wenn du jetzt gleich auf dem Boden bist. Oh, ich mach das jetzt einfach so.
Eigentlich hatte ich vorgehabt, ihn zu packen und dann einfach runterzuwerfen. Ich hatte das Level schon gespielt gehabt, aber ich glaube, jetzt kommt genau hier ein Bus. Und dann kommt der miese Fettsack da raus. Der einfach alle Schläge mit seinem Bauch abfängt. Aber mit unseren Tritts und Kicks machen wir ihn alle. Na, komm her. Na, komm. Du hast doch nicht mehr viel. Na, geht doch. So, jetzt geht's aber weiter. Genau, jetzt kommen die beiden. Alter. Na komm, wir sind so ehrenhaft und kämpfen gegen Angesicht zu Angesicht. Komm, steh auf, los. Hat er nicht viel ausgehalten. So, jetzt sind wir hier. Ja, ist klar. Alle auf mir, oder was? Nicht mit mir! Boah, schade. Ich wollte alle zusammen. Ganz Kohle mal hier einsammeln. Ich weiß zwar noch nicht genau, wofür die da ist. Bevor die verschwindet, dann sammle ich sie lieber ein. Hey, ich hab sie in die Luft gefangen. Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Oh, verdammt. Echt schon wieder? Nicht mit mir! Na komm. Na, egal. Schade, schade. Da habe ich ein Leben einbüßen müssen. Mein Gott. Na komm. Dann nicht, dann werf halt nicht. Sind aber auch super nervig, manche Gegner, muss ich ja sagen. Genau, jetzt kommen die beiden Ninjas. Oh, lol. Oh, Mann. Ich muss ein bisschen mehr reden. So, jetzt gibt's ein... So, die Ninja-Typen haben wir jetzt auch besiegt. Komm her. Bäm, in die Fresse. Alter, Mann. Mein Gott. Mein Gott, pau. So. Jetzt hab ich ja rennt. Ja, Hauptsache die beiden beißen mich direkt. Zum Glück können die sich jetzt gerade nicht wehren. Ja. Erstmal die Kohle einsammeln. Beide auf eine Seite haben und dann gibt's ein paar aufs Maul. Na komm her, steh auf.
Nimm mal den Vorsichtshalber und den Baseballschläger mal mit. Habe ich ein Level bekommen? Bist du ein Vereiner? Dich hatte ich gerade, glaube ich, nicht gehabt. Na, komm her. Wieso kann ich das mit Schneeball so viel Schaden ausrichten kann? Und dass der nicht kaputt geht. Was haben wir denn da? Das habe ich aber gerade nicht gesehen. Bonus-Level? Ach, die geben Kohle. Ich glaube, ich habe es jetzt voll verkackt. Ja, ich glaube, ich habe es voll verkackt. Hätte die eigentlich attackieren müssen. Ja, so, du bist so toll. Ein Koffer voller Geld sehe ich jetzt erst. Na komm. Wie krieg ich denn das Geld da raus? Ich meine, da vor mir ist ein Koffer voller Kohle. Und ich kann ihn nur hochnehmen. Nehme ich den halt mit, ist mir auch egal. Na komm, steh auf. Einkaufsmeile, okay. So. Geldkoffer nehme ich mit. So, wir nehmen jetzt den Typen und werfen ihn auf den anderen. Okay, die bringt rein gar nichts. Na komm. Du hast doch nicht mehr viel. Geht doch. So, den haben wir jetzt auch erledigt. Da war ich ja wohl schneller als du jetzt. Ja, nee, so haben wir nicht gewettet. Da tritt ich dich lieber ins Gesicht. Doch nicht viel Geld, viel Kohle gelassen. Komm, legen wir uns lieber mal mit mehreren an. Also, wenn... Echt jetzt? Ich bin aufgestanden? Machen wir das doch einfach so. Wenn es doch auch was bringt. Ja, okay. Nicht viel auf Dauer. Sehe ich richtig, dass ich null Leben habe?
Oh, weiter bin ich nicht gekommen als hier. So, machen wir jetzt einfach so weiter. Na komm, du hast doch nicht mehr viel. So, das war's jetzt. Oh, Autofahrer. Also ganz plötzlich kommen jetzt keine Autofahrer mehr, okay. Na gut, das war also halt so in dem Spiel anscheinend. Oh, die ganze Kohle. Ich brauche das Geld. Alter, 20 Schaden. Ja gut, der hält ein bisschen mehr aus. Mein Gott, der haut aber auch rein. Aber nicht mit mir. Naja, Hauptmerkmal in dem Spiel ist schon die Musik, muss ich sagen. Wow! Ja, weil ich immer mitgesprungen bin. Aber die Hunde sind ja richtig feige. Bin ich aber auch mal richtig feige. Nehme ich ihn einfach. Kann ich gar nicht. Oh, wie der aufsteht. Ich könnte niemals so aufstehen. Lach mich nie aus. Und gibt's ein paar aufs Maul. So, jetzt noch. Ja, ich kann oben lang nicht gehen. Ist er immer noch nicht down, meine Güte. Komm. Wie geht's denn da jetzt hin? Level geschafft? Ne, ist wieder ein Bug. Ah, wusste sie gerade, ich hab's komplett verkackt. Wieso bleibt die Kohle hier auch noch liegen? Erinnert mich gerade ein bisschen an Mario, aber ich weiß nicht, wie gerade der Vergleich ein bisschen kommt. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ah, dass wir hier so rumspringen. Ja, nicht rumspringen, aber. Einzige, was mir jetzt ja in dem Spiel vielleicht nicht so gefällt, ist das Rennen. Ich würde gerne auch rennen, ohne zweimal nach rechts zu drücken. Nee, ist klar. Wir kommen an und die Party ist vorbei. Oh, das ist ihr erster Freund. Matthew Patel.
Alter unbekannt. Ramonas erster böser Freund. Hopp. Das ist ein Tanzbattle. Alter. Gib mir mal eine Chance, auch mal was zu machen. Sack. Komm her. Trink erst mal was. Nimm einen Schluck. Ah, okay. Jetzt habe ich nur noch ein Level. Oh Gott, was passiert jetzt? Okay. Die machen mir Schaden, ich mach den Schaden. Ich muss sie so lange kaputt haben, bis sie weggehen. Bis alle weggehen. Na, ist er fast down oder warum blinkt er so? Oh, jetzt habe ich... Na, doch nicht, keine gute Stelle. Boah, echt jetzt? Alter, das ist aber jetzt... Das ist aber so jetzt gemein hier. Wie soll man das denn machen? Ja, super. Na toll. Hey, oh, das geht doch. So, das war Ramonas erster Freund. Abgeschlossen. Yeah, Mann. Ja, okay, komm. Ja, okay, genug Kohle. Next Stage. Ja, toll. So, aber das zweite Level sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr weiter mit mir die Story hier verfolgt. Ich kenne sie hier in dem Spiel jetzt nicht. Ich kenne höchstens nur die Filmstory, wie gesagt. Aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei Scott gegen die Welt. Tschüss.